In der Stadt Nazareth wohnte eine junge Frau. Sie hieß Maria. Eines Tages kam ein Engel zu ihr. Er sagte: "Fürchte dich nicht. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn. Er ist der Sohn Gottes. Du sollst ihm den Namen Jesus geben." Maria war voller Freude. Sie wollte diese Nachricht teilen. So ging sie zu ihrer Verwandten Elisabeth. Auch sie war schwanger und würde bald ihr Baby bekommen. Josef, der mit Maria verlobt war, war sehr traurig. Er glaubte, Maria habe ihn angelogen und sei mit einem anderen Mann zusammen. Er wollte sie von ihr trennen, aber in der Nacht erschien ihm ein Engel. Er sagte: "Du darfst Maria heiraten. Das Kind ist der Sohn Gottes." In dieser Zeit wurde ein Befehl des römischen Kaisers verkündet. Alle müssen in ihre Heimatstadt gehen, um sich dort in eine Liste einzutragen. Der Kaiser möchte wissen, wie viele Leute in seinem Reich wohnen. So machten sich Maria und Josef auf den Weg. Sie mussten in die Stadt Bethlehem gehen, denn dort war Josef geboren. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria schon bald ihr Baby bekommen sollte. Als sie in Bethlehem ankam, begann die Suche nach einer Unterkunft. Sie klopften an viele Türen, doch überall schüttelten die Menschen den Kopf. Niemand hatte ein Bett für sie. Eine Frau hatte aber Mitleid mit ihnen. Sie zeigte ihnen einen verlassenen Stall, in der die beiden bleiben konnten. Maria und Josef waren am Ziel ihrer Reise. Erschöpft von der langen Reise und der Schwangerschaft setzte sich Maria. Die Tiere im Stall waren ganz ruhig. Sie merkten, dass bald etwas ganz Besonderes passieren würde. In dieser Nacht bekam Maria ihren Sohn. Sie gab ihm den Namen Jesus. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. In der Nähe saßen Hirten und hielten Nachtwache. Auch die Schafe spürten, dass dies eine ganz besondere Nacht war. Da stand ein Engel vor den Hirten. Er sagte: "Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude." In der Stadt Davids in Bethlehem ist euch der Sohn Gottes geboren. Ihr findet ihn in einem Stall. Er liegt in Windeln in einer Futterkrippe. Im nächsten Augenblick war bei dem Engel eine große himmlische Schar. Sie sangen zusammen: "Ehre sei Gott in der Höhe." So machten sich die Hirten auf den Weg. Als sie in Bethlehem ankamen, strahlte der Stern über dem Stall. So fanden die Hirten Maria, Josef und den kleinen Jesus. Neugierig betraten sie den Stall. Als Maria ihnen zulächelte, hatten sie Mut, näher zu kommen. Sie brachten dem kleinen Jesuskind Geschenk, alles was Hirten entbehren konnten, Milch, etwas Brot und Wolle.
Dann berichteten die Hirten von den Engeln und was sie ihnen erzählt hatten. Das Kind in der Krippe strahlte Ruhe und Geborgenheit aus. Die Hirten wussten, ja, dieses Kind wird einmal etwas ganz Besonderes. Als die Hirten gegangen waren, dachte Maria über alles nach. Sie bewahrte alles, was sie gehört und gesehen hatte, in ihrem Herzen.